Herzlich willkommen zu unserem SlimCycle Anwendervideo. In diesem Video erfahren Sie, wie SlimCycle richtig angewandt wird und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Los geht's! In der Verpackung finden Sie das Gerät, zwei Widerstandsbänder und die Bedienungsanleitung. Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung gründlich zu lesen. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch folgende Anwendungshinweise. Überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihr SlimCycle regelmäßig und vor jeder Verwendung auf Schäden und Abnutzung, vor allem an Sitz, Schrauben, Knauf und Widerstandsbändern. Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Die Verwendung dieser Zubehörteile kann zu Verletzungen oder Schäden am SlimCycle führen und die Garantie des SlimCycle beeinträchtigen. Wenn Probleme auftreten, die die Leistung des SlimCycle beeinträchtigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Lassen Sie beim Verwenden des SlimCycle einen Meter Abstand an allen Seiten des Geräts, damit es nirgends anstößt und von Kindern, Zuschauern und Haustieren weit genug entfernt ist. Verwenden Sie SlimCycle immer auf festem, ebenem Boden. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Sitz und die Lenkstange sicher befestigt sind. Stellen Sie SlimCycle immer auf Ihren speziellen Körpertyp ein. SlimCycle bietet auf Abwärts- und Vorwärts-Rückwärts Einstellungen, die deutlich markiert sind, um eine schnelle und einfache Anpassung für jedes Training zu gewährleisten. Tragen Sie immer angemessene Kleidung und Schuhe, die Ihre Füße vollständig bedecken. Lange Haare sollten zurückgebunden oder weggesteckt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Schnürsenkel in Ihre Schuhe gesteckt sind. Dehnen, wärmen Sie sich immer auf, bevor Sie mit dem Training beginnen. Warten Sie immer, bis die Pedale vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Ihre Füße von den Pedalen nehmen oder absteigen. Halten Sie Ihre Hände immer von beweglichen Teilen fern und stellen Sie sicher, dass die Hände niemals an einer Stelle liegen, an der sich kein Gummigriff befindet. Verwenden Sie SlimCycle niemals im Stehen bei hohen Umdrehungen pro Minute. Halten Sie Ihr Becken immer über der Mittellinie des SlimCycle. Stellen Sie niemals den Widerstand des Schwungdrahts und den Widerstand des SlimCycle-Lenkersystems im Stehen ein. Montage. Montage der Standfüße. Lösen Sie den kreisförmigen Knopf am Hauptrahmen und ziehen Sie ihn nach außen, um den Neigungswinkel auf 1 einzustellen. Höchste Einstellung. Den hinteren Fuß in das hintere Hauptrahmenbein einbauen. Stellen Sie sicher, dass der hintere Fuß am richtigen Bein installiert ist. Setzen Sie die Unterlegescheibe auf die Schraube und schrauben Sie die Mutter fest. Ziehen Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel an der Schraube fest. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Installieren Sie den vorderen Fuß auf dem vorderen Hauptrahmenbein. Bei ordnungsgemäßer Installation zeigen die Rollen von der Vorderseite des Fahrrads nach außen. Sitzmontage. Richten Sie die Sattelstütze auf Sitzkissenschrauben aus. Legen Sie die Unterlegescheiben über die Schrauben des Sitzkissens. Ziehen Sie jede Mutter mit dem Finger an den Schrauben des Sitzkissens fest. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Mutter festzuziehen, muss diese möglicherweise umgedreht werden. Ziehen Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel an der Schraube fest. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Lösen Sie den dreieckigen Knopf und entfernen Sie ihn vom Hauptrahmen. Setzen Sie die Sattelstütze in den Hauptrahmen ein. Befestigen Sie den Knopf wieder in der gewünschten Höhe. Montage Rückenlehne und Haltegriff seitlich. Richten Sie die Rückenlehnenstütze auf das Loch in der Sattelstütze aus und führen Sie die Schraube durch das Loch in der Rückenlehnenstütze. Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube. Setzen Sie dann die Mutter auf die Schraube und ziehen Sie sie handfest an. Ziehen Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel an der Schraube fest. Richten Sie die seitlichen Haltegriffe an den Löchern auf der Unterseite der Rückenlehnenstütze aus. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher und ziehen Sie sie handfest an. Ziehen Sie dann die Schrauben mit dem mitgelieferten großen Inbusschlüssel-Schraubendreher fest. Richten Sie die Rückenlehne an der Rückenlehnenstütze aus. Schrauben einsetzen und handfest anziehen und danach mit dem mitgelieferten großen Inbusschlüssel-Schraubendreher festziehen. Montage Lenker und Trainingscomputer.
Führen Sie den Lenker in die Schlitze oben am Hauptrahmen ein. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher und ziehen Sie sie handfest an. Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite des Trainingscomputers. Führen Sie beginnend mit dem größten Stecker jedes der drei Kabel durch das Loch in der Mitte der Lenkerhaltung. Setzen Sie den Trainingscomputer auf die Lenkerhaltung. Schrauben einsetzen und mit dem mitgelieferten großen Imbusschlüssel Schraubendreher festziehen. Verbinden Sie jedes der drei Kabel mit dem Trainingscomputer. Jede der kleinen Buchsen kann mit jedem der beiden kleinen Stecker verbunden werden. Installation der Pedale. Verbinden Sie das rechte Pedal mit dem rechten Kurbelarm. Beide Teile sind mit R gekennzeichnet. Halten Sie das rechte Pedal mit einer Hand und schrauben Sie die Pedalschraube mit der anderen Hand im Uhrzeigersinn auf den Kurbelarm. Am Ende mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel festziehen. Rechte Schraube wird im Uhrzeigersinn festgeschraubt, Standardrichtung. Linke Schraube wird gegen den Uhrzeigersinn eingeschraubt, nicht standardmäßige Richtung. Mit der R- oder L-Markierung nach oben zeigend befestigen Sie das Ende des Riemens mit den drei Löchern an der Innenseite des Pedals. Befestigen Sie das Ende des Riemens mit vier Löchern an der Außenseite des Pedals. Passen Sie die Länge nach Ihren Wünschen an. Einlegen der Batterien. Sie benötigen zweimal AA 1,5 Volt Batterien. Erstens öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Bedienfelds. Zweitens beachten Sie das Diagramm im Inneren des Fachs, das die richtige Polarität für die Batterieinstallation darstellt. Drittens legen Sie zweimal AA 1,5 Volt Batterien mit der richtigen Polarität ein. Viertens schließen Sie das Batteriefach wieder. Bedienfeld Tasten. Reset löscht Daten aus dem ausgewählten Modus. Mode wählt den Modus aus. Set programmiert neue Einstellungen für den ausgewählten Modus. MediaShop Warnhinweis. Das System zur Überwachung der Herzfrequenz kann fehlerhaft sein. Zu starkes Trainieren kann zu gefährlichen Verletzungen oder zum Tod führen. Sollte sich Ihre Leistungsfähigkeit ungewöhnt stark vermindern, beenden Sie das Training sofort. Einstellen des Neigungswinkels. Drehen Sie den runden Knauf am Hauptrahmen nach links, um die Schraube zu lösen, nicht ganz entfernen. Stellen Sie einen Fuß auf den hinteren Standfuß des Slim Cycle und heben Sie Slim Cycle an, während Sie am Knauf ziehen, um den Winkel einzustellen. Einstellen der Sitzhöhe. Schrauben Sie den Dreiecksknopf ab und entfernen Sie ihn. Ziehen Sie den Sitz hoch, um die Höhe zu variieren. Schrauben Sie den Knopf wieder fest, um die gewünschte Höhe zu fixieren. Einstellen des Tretwiderstands. Drehen Sie den Drehknopf am Hauptrahmen, um den Tretwiderstand von 1 bis 8 einzustellen. Einstellen der Widerstandsbänder. Bänder verkürzen, Widerstand erhöhen. Schieben Sie das Band in das Bandverriegelungsfach. Halten Sie das Band unter dem Griff und ziehen Sie es heraus. Es kann nur eine Seite eingestellt werden. Kann das Band also von der einen Seite des Griffs nicht gezogen werden, ziehen Sie es von der anderen Seite. Bänder verlängern, Widerstand verringern. Schieben Sie das Band an einer Seite des Griffs nach unten in das Bandverriegelungsfach. Wenn die gewünschte Länge und der gewünschte Widerstand eingestellt sind, greifen Sie das Band an beiden Seiten des Verriegelungsfachs und ziehen Sie es fest, bis es einrastet. Wenn das Band während des Trainings abrutscht, muss es möglicherweise enger gezogen werden. Trainieren mit Slim Cycle. Wärmen Sie sich vor dem Training mit Slim Cycle auf. Lehnen Sie sich gegen die Rückenlehne und greifen Sie die Griffe unter dem Sitz. Halten Sie Ihren Rücken gerade und treten Sie im gewünschten Tempo in die Pedale. Lehnen Sie sich nach vorne und halten Sie sich an den Lenkergriffen fest, wo sich die Griffe des Herzfrequenzmonitors befinden. Halten Sie Ihren Rücken gerade und treten Sie im gewünschten Tempo in die Pedale. Lehnen Sie sich gegen die Rückenlehne und greifen Sie die beiden Griffe der Widerstandsbänder. Halten Sie den Rücken gerade und die Ellbogen nahe am Rumpf und ziehen Sie den rechten Griff in Richtung der rechten Schulter. Wiederholen Sie diese Übung nun mit dem linken Arm. Lehnen Sie sich gegen die Rückenlehne und greifen Sie die beiden Griffe der Widerstandsbänder.
Halten Sie Ihren Rücken gerade und die Ellbogen nahe am Torso und ziehen Sie beide Bänder in Richtung Körper. Senken Sie sie langsam und wiederholen Sie die Übung. Halten Sie Ihren Rücken gerade und halten Sie die Arme gerade, spannen Sie die Griffe des Widerstandsbands und ziehen Sie sie auf Schulterhöhe. Senken Sie sie langsam und wiederholen Sie die Übung. Retournieren Sie das Gerät nicht. Sollten Sie bei der Anwendung Schwierigkeiten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 376 36 06 oder senden Sie eine E-Mail an kundendienst@mediashop.tv. Falls Sie das Produkt noch nicht erworben haben, finden Sie unterhalb des Videos den Link, der Sie direkt zu SlimCycle führt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit SlimCycle und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop-Team.